zusammen und herzlich willkommen in der Comicbude. Heute gibt es endlich mal wieder was von mir für alle Masters of the Universe Fans. Ich habe nämlich dabei He-Man and the Masters of the Universe Mini Comic Collection, erschienen bei Dark Horse. Und ich kann vorweg sagen, wir haben hier so ziemlich alles enthalten, bis auf ein paar Ausnahmen. Und die Ausnahmen, die ich gerade erwähnt habe, das sind die Mini-Comics zu den Origins-Figuren. Und das ist klar, dass sie nicht enthalten sein können. Denn als dieses Buch erschienen ist, da waren die vermutlich noch nicht mal geplant. Und darum sind die natürlich hier nicht enthalten. Da fehlen mir sonst so gut wie alles, was in Mini-Comic-Form erschienen ist. Plus noch einiges am Bonusmaterial. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr viel enthalten. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. So, wir haben hier schon mal sehr schönes Artwork auf dem Vorsatzpapier. Dann hier Table of Content. Also alle Geschichten enthalten mit dazugehörigen Künstlern. Und das Ganze ist auch chronologisch geordnet. Und hier haben wir ein kurzes Vorwort des damaligen Mattel-Präsidenten. Vielleicht ist das auch immer noch, das kann ich euch nicht sagen. Dann hier das schöne Cover zum allerersten Minicomic. He-Man and the Power Sword von Alfredo Alcala. Wunder, wunderschönes Artwork. Und ich mag ja diese ursprünglich Barbaren-Story sehr gerne. Ich brauche keinen Prinz, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und das Besondere an diesen ersten Minicomics ist ja auch, wir hatten noch keine Sprechblasen, sondern der Text war hier unter den Bildern. Da kann man sich jetzt auch darüber streiten, das sind ja jetzt viele. Einige Leute, die dann sagen, sowas ist dann gar kein richtiger Comic, würde ich jetzt so weit, würde ich jetzt nicht gehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und wirklich, ich bin wirklich großer, großer Fan dieser ursprünglichen Mini-Comics. Ich muss mir kurz mal das Stativ richten, das sackt mir hier gerade ein bisschen ab. Kleinen Moment. So. Und hier Beastman, wie er ursprünglich mal geplant war, als Red Beast. Da gab es vier Stück von diesen ursprünglichen Mini-Comics. Hier als Skeletors Vengeance, also Skeletors Rache. Richtig, richtig toll. Dann wird das Ganze immer auch mal unterbrochen durch Interviews hier mit Mark Texera, auch einem Mini-Comic-Zeichner. Und hier haben wir He-Man meets Ram-Man, der Origin von Ram-Man. The Ordeal of Many Faces. Hier, also im ersten Mini-Comics wurden ja hauptsächlich immer irgendwelche Figuren vorgestellt, den dieses Minicomic dann beilag. Also ziemlich gruselig fand ich es. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dieses Minicomic mit diesem Dämon unglaublich gruselig fand als Kind. Würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so bei Kinderspielzeug beilegen, sowas. Ja, The Terror of Treeclops. Mit der damaligen Origin of Treeclops hat später alles geändert worden, natürlich. Hier, The Menace of Trapjaw, auch diese Origin wurde später geändert. Und ich bin wirklich froh, dass Dark Horse, auch wenn es ganz auf Englisch ist, hier so eine Collection rausgebracht hat, da die Mini-Comics, die Original, heute teilweise noch zu horrenden Preisen zu bekommen sind. Ich habe noch, auch noch ein paar Original-Mini-Comics, allerdings nicht die ganz teuren. Da werden ja wirklich richtig Preise aufgerufen. Dann haben wir hier auch was Besonderes, The Power of Point Dread. Das gab es ja mal mit so einer Schallplatte dazu und ich finde es wirklich cool, dass man sowas ja auch mit reingenommen hat. Also es ist wirklich
Da hat sich Dark Horse wirklich jede Mühe gegeben. Und finde ich sehr cool. Hier eins meiner liebsten Minicomics, ebenfalls Masks of Power, die Masken der Macht. Und ich warte immer noch darauf, dass Mattel diese beiden Dämonen als Figuren herausbringt. Ich glaube, da warten äußerst viele Fans drauf. Wird wahrscheinlich niemals der Fall sein, leider. Wobei ich es gar nicht verstehe. Ich denke, die werden sich sicher gut verkaufen und wären, glaube ich, von der Umsetzung her auch nicht so schwierig. Gut, es werden natürlich komplett neue Formen wahrscheinlich, die hierfür gemacht werden müssten. Ja, von daher wird es wahrscheinlich niemals der Fall sein, leider. Ja, dann haben wir, was ich euch noch zeigen wollte, ja, genau, auch sowas enthalten, dieses Bilderbuch, das dem Tupac Horla Grizzler beilag, nebst einer Hörspielkassette. Also auch sowas hat man hier mit reingenommen. Richtig, richtig geil. Ist, glaube ich, auf Deutsch überhaupt nicht erschienen. Da es dieses Tupac meines Wissens nach nicht in Deutschland gab, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Überhaupt könnt ihr mich immer gern berichtigen, wenn ich Mist erzähle oder was Falsches erzähle. Das ist gar kein Thema, oder ich bin da nicht beleidigt. Ich freue mich immer, wenn ich was Neues lerne. Hier mit den Steinmenschen. Also ist wirklich jedes Minicomic der Vintage-Line ist enthalten. Die Snake Man, King of the Snake Man, auch großartiges Minicomic, wie ich finde. Und ich finde auch, es waren auch mal tolle Künstler am Werk. Mal mehr, mal weniger stark, aber nie ganz schlecht, wie ich finde. Des Weiteren haben wir natürlich auch Princess of Power enthalten hier drin, also She-Ra, The Story of She-Ra. Mit She-Ra, also diese Minicomics, muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen, weil ich mit She-Ra jetzt nicht so viel anfangen kann. Diese so Princess of Power, da ich da als Kind keine Berührungspunkte hatte. Und hier, He-Man hat hier auch einen Gastauftritt im ersten Minicomic zur She-Ra. Hier Catra. Ich kann ja auch nicht den Cartoon, kann ich ebenfalls nicht. Wir haben aber nicht nur She-Ra enthalten, wir haben noch was anderes, wo ich sehr wohl Berührungspunkte hatte als Kind. Und zwar ist das nämlich, wo haben wir es denn? She-Ra, She-Ra, She-Ra. Hier auch noch ein bisschen Bonusmaterial. So, das meine ich. The New Adventures. Das ist ja bei vielen Fans, ist ja diese Toyline verhasst. Ich mochte sie als Kind eigentlich relativ gern. Nicht ganz so gern wie die Vintage Masters. Die sind natürlich unerreicht. Ich muss allerdings sagen, dass ich finde, die Figuren waren für ihre Zeit wirklich recht gut gemacht. Es ist halt schade, man hätte sie vielleicht eher im gleichen Stil wie die Vintage Masters machen müssen, dann wären sie vielleicht besser angekommen und vielleicht noch ein paar von den alten Charakteren mitnehmen sollen. Das ist vielleicht der Fehler gewesen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich finde sie nicht ganz so schlecht wie die meisten Masters-Fans. Auch wenn sie nicht an die Vintage heranreichen, auch für mich nicht. Aber eben, wie gesagt, auch diese Minicomics haben wir hier enthalten. Dann haben wir hier 2000X und das war mir auch völlig unbekannt, dass hier auch Minicomics zu erschienen sind. Oder waren das ganz herkömmliche Comics, die hier drin abgedruckt wurden noch? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Des Weiteren haben wir Minicomics zu den Classics, die ich auch sehr, sehr gelungen finde. Ich glaube, vier Stück sind erschienen.
Also richtig, richtig toll gemacht. Dann haben wir auch wieder Interviews. Also, Dark Horse hat sich hier wirklich keine Mühen gescheut für diesen Omnibus. Interview mit Scott Knightledge, auch vielleicht für den einen oder anderen Masters-Fan interessant. Dann haben wir Bonusmaterial, unveröffentlichtes Material in Schwarz-Weiß. Return from Terror Island. Eine unveröffentlichte Geschichte, auch sowas hat man hier mit reingenommen. Also wirklich Respekt. Des Weiteren hat mir hier ein Skript zu einer unveröffentlichten Geschichte der Ring of Dreams. Wirklich, wirklich toll. Ist so vom Format her ein bisschen kleiner wie so ein herkömmlicher Omnibus. Ist so ein netter kleiner Ziegel, aber auch wahnsinnig schwer. Ja, und dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch so Masters-Fan seid wie ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst Bescheid, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, fände ich das auch super, was ihr von dem Video haltet, was ihr von Masters haltet, was ihr von den Minicomics haltet. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.